Ja, Tag 4 ist jetzt doch noch nicht so ganz zu Ende. Wir haben es ja noch Tag. Ich kann noch gut was sehen. Es ist am Nachmittag. Ich denke, es ist erst 2 Stunden dunkel. Wir pirschen jetzt einfach noch mal ein bisschen durch den Busch. Nach der Hoffnung auf ein Schwein, weil das ist gefühlt am schwierigsten hier zu bekommen. Weil wir Regenzeit haben und da braucht man sich nicht ans Wasserloch setzen, weil überall Pfützen sind. Und deswegen kriegt man die am besten, wenn man einfach durch den Busch geht. Leise, vorsichtig, langsam. Und dann zufällig ein Schwein da sieht. Und wenn Oryx kommt, dann nehmen wir noch einen Oryx mit. Den haben wir auch noch drin. Der Moment, wenn man den Hardebeest-Abschuss erfüllt hat und dann vor allem wieder alles voll ist und ihn einfach nicht abhauen. Das gibt's doch nicht! Hier in diesem Flusslauf sollen die dicken Keiler leben. Heute Vormittag hatten wir tatsächlich auch 2 dicke hier gesehen. Scheint wohl was drin zu sein. Man nennt ihn auch den Monsterfluss. Da steht was. Impala. Frischling? Ja. Und left side there's the other one. On the left side? Yeah, left from the one pig. Bach und Frischling. Also in Deutschland, Germany, we first shoot the Frischling. And then we shoot Bach und wenn Keiler ist, ist auch gut. Okay. Würde mich halt schon reizen, wenn der Fluss hier Wasser führen würde. So richtig kaltes Wasser. Da mal reinspringen, so. Während der Jagd. Oh. Schau mal, da vorne steht ein Blue Gnu. Aber auf diesem wäre nicht aus, außer abgebrochenes Horn. Aber die sind sowas von selten. Da spiele ich lieber Lotto. Mal angucken, können wir es ja mal. Das ist ein ja, dicker Bulle. Go your way, we come off.
Ja, natürlich haben wir jetzt schon wieder Oryx vor. Tolle Sache, aber die haben uns mitbekommen, weil eben das Gnu wegen uns abgehauen ist. Nein, probieren können wir es ja mal. Aber ich glaube nicht, dass das was wird. Nee, die haben wir schon gesehen. Das ist so was. Er will es ja nicht aufgeben, ne? Er meinte mal, wir kriegen das hin. Das wird nichts. Drei Oryx. Drei Stück. Und alle gucken uns an. Wir laufen hier einfach mittendurch. Naja. Manchmal ist ja auffälliger besser als so unauffällig. Laufen Sie? Ja. Ja, war ja klar. Das muss mir keiner mehr finden. Ja, yeah, that is a keiner hier. I saw his teeth. And I saw his body. Do you think he's gone? No, he just take a walk. Hmm? If he come one more time to the road, then we go. Okay, let's wait. I think we run a little bit. Fast, fast, fast. Yeah, I saw on the camera that was a good one. Also, Kyle ist gerade wieder auf die Pad gekommen. Er ist noch da. He's already stands there. Let's run. Er hat keine Warze hier. Ja, das Bache. Perfekte Chance. Perfekt. What's that? Das ist der Keiler. Hier, komm, komm, hier, komm. Take it. Take it. Now it goes. When he come back. No, he's not. Okay, maybe he's gonna come back. Let me see. Wait. Please come back. Please come back. You must come back. Because the Bach is... Oh shit, he's going. Not coming back. No. Oh,
this eating exercise. Yeah. We were right. Yeah. We were right. Is it not our hunting area at this side? No, it's not our hunting area. We were right. We saw him. Fuck, fuck, fuck. Ja, wir haben die Bache gesehen, sind die angepirscht oder den Keilerhalt und sind dann wieder rausgekommen auf die Patt. Und da stand dann die Bache, das konnte man sehen, weil Warzenschweine bzw. Warzenkeiler, die haben hier diese langen Warzen an den Ohren, an den Lauschern oder an den Tellern. Und das hatte die nicht und deswegen, das war eine Bache. Und dann, in dem Moment, wo wir es gerade abgehakt haben, kommt der Keiler aus dem Busch. Der war gut. Naja, war auch relativ schnell mit ihm hier fertig, aber dann hing er da schon mit dem Schädel unter dem Eingezäunten. Und ja, die Lodge ist eingezäunt, es sind trotzdem, ich glaube, 15.000 Hektar. Von daher ist das scheißegal, ob so eine Lodge eingezäunt ist oder nicht. Und gerade Schweine, die können, haben überall eine Lücke und kommen hier einfach so durch. Schade, das war eine gute Chance. Hier ist der Superflitzer durch. That's a nice one.